Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu Banjo-Kazooie, The Jigs of Time, immer noch hier im Waldtempel. Aktuell habe ich auch noch keine Lösung rausgesucht für diese Hieroglyphen, denn ich wollte erstmal gucken, wie es weitergeht. Einfach mal noch ein bisschen rumlaufen, vielleicht gibt es ja irgendwo anders auch noch Hinweise. Oh cool. Wird das einfach... Oh Gott, aber... Wird das einfach hier mit dem Raum noch mitgemacht? Das ist irgendwie geil. Ja. Aber ob das dann wirklich so ist, das müssen wir dann noch sehen. Hä, hier geht's ins Wasser oder wie? Okay, aber kann ich schwimmen oder wie ist das jetzt hier? Nee. Hier schwimmt alles, nur nicht ich. Okay. Ja, mal wieder so ein Buchstaben. Ey, ich tick hier aus, ne? Das. Was soll ich denn hier alles entziffern? Ganz ehrlich, übertreibt's doch nicht so. Wenn da mal fünf Zeichen stehen, okay, aber das ist ja ein Roman, was ich hier entziffern soll. Ansonsten komme ich hier, glaube ich. Ich weiß nicht, kann ich hier irgendwo hochklettern? Ja, also ich weiß noch nicht genau, wie ich das angehen soll, weil. Ich habe halt aktuell nicht so viel Zeit dafür und das sieht mir nach einem sehr großen Monsterprojekt aus, hier alles aufzuschreiben. Ich hätte da vielleicht gleich von Anfang an mit anfangen sollen, da mir irgendwelche Zeichen aufzuschreiben, aber ich weiß nicht, ob das so geil ist. Da komme ich erstmal nicht hin, glaube ich. So, okay. Müssen wir hier Geister bekämpfen? Was ist denn das jetzt wieder? Das sind lilane Geister hier. Oh. Ja, okay, das ist scheinbar ein sehr kleiner Raum. War da ein Leben drin? Sah so aus, ne? Oh, warte mal. Da ist, glaube ich, ein Hinweis, wie ich hier weiterkomme. Was? Also ich muss scheinbar schon schwimmen, oder? Vielleicht muss ich auch den Raum irgendwie rumdrehen. Vielleicht geht das ja. Also, die haben auf jeden Fall nicht übertrieben, als sie gesagt haben, das ist der heftigste Raum. So, hier sind nur drei drinne. Ja, das ist der heftigste Tempel, meine ich. Nicht der heftigste Raum. So, warte mal, hier war doch auch ein Bild. Von der Tür. So, warte mal, kann ich da? Komme ich da vielleicht? Das hat nicht geklappt, hä? Ne, ich glaube, ich komme da so nicht hin. Ich bin da einfach im Freiflug, wenn ich aufs Geländer hüpfe. Das ist nicht so gut. Aber hier sind auch nur drei Bilder. Komme ich da auch irgendwie rein in das Bild? Ich glaube, das wird schwer. Ja, keine Ahnung. Ah, Kameraansicht halt wieder, ne? Okay. Ich glaube, das ist ein Hinweis auf das Schachbrett. Wette ich mit dir, das ist ein Hinweis auf das Schachbrett. 100 pro. So, erstmal wieder ein paar Noten einsammeln. Da ist auch wieder ein Buchstabe. Ey, kotzt mich das an mit diesen Buchstaben, ne? Unglaublich. Jetzt haben wir 69. Hä, warum habe ich jetzt 69 Noten? Wo habe ich jetzt schon wieder eine vergessen? Ich bin komplett fertig hier. Oh. Would you two mind moving? I can see the board. Sorry, Kazooie. Chess is a two-player game. You have to find your own board. You must pay close attention to the
Location of your pieces. The location of the pieces? I remember that. Ah. Vor allem spielt er mit einer Puppe. Also an sich ist das hier gar kein, das ist gar kein Hinweis. Er ist der Hinweis, der sagt uns quasi, wir sollen uns an die Location erinnern, wo es die Puzzleteile gab, ne? Das ist der Hinweis quasi. Oder? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die Stücke. Wo es die Stücke gab, die Pieces. Mann, diese Kamera! Ich hasse diese Kamera. Weißt du, Banjo-Kazooie ist eigentlich so ein geiles Spiel, aber die Kamera, ich könnte mich da den ganzen Tag drüber aufregen, ne? So, warte mal, kann ich vielleicht die Hexe noch? Mit der kann ich ja nicht reden, dann ist ja nur Puppe. Ja. Ansonsten ist hier, glaube ich, auch nichts weiter. Oh, muss ich echt diese ganzen Texte übersetzen, Leute? Ist das unbedingt notwendig? Gibt es da nicht irgendwo eine Seite, wo das schon alles übersetzt ist? Was ist denn mit der Kamera? Meine Güte. So, hier haben wir schon wieder Bilder, oder? Ja. Keine Ahnung, ob das auch einen Hinweis geben soll. Ist auf jeden Fall Leben drin. In das eine Bild komme ich auf jeden Fall nicht rein. So, hier sind fünf Geister. Keine Ahnung, was das für ein Hinweis sein soll. Soll das ein Hinweis sein? Soll ich in diese ganzen Bilder reingehen? Fragen über Fragen. Was ist denn jetzt los? Alter, was ist denn jetzt los? Ey, leck mich doch am Arsch. Ich bin... Ist das eine Fackel? Mein Kopf ist einfach nur tot. So. Der ist tot. Ich gehe mal kurz runter. Hol mir ein paar Eier. Kann ich da jetzt einfach reinjumpen? Oder kann ich schwimmen? Wäre interessant auf jeden Fall. Da oben haben wir schon gesehen, da ist noch ein Jinjo. Jinjo. Ey Leute, ich bin... Dieser Tempel macht mich echt fertig. Ich bin echt gespannt, was hier noch so passiert. Hier wird Schwerkraft und Physik und Logik außer Kraft gesetzt. Aber ja, man kann hier einfach drauf losschwimmen. Aber das ist auch normales Wasser. Gott sei Dank. Was ist das? Ah, Skyward Sword. Beautiful. So. Haben wir erstmal die Noten. Oder? Geht das auch so schnell? Nee, eigentlich nicht, ne? Haben wir hier noch mehr? Ja, da in der Mitte ist noch eine Note. Und dann muss ich da lang schwimmen quasi. Dann komme ich zu einem Jinjo und dann muss ich da oben noch irgendwie drauf und dann komme ich noch zu einem Mumbo-Fädel. Ey, diese Kamera, ne? Nein! Warum? Was passiert denn da? Natürlich ist da auch noch so ein Zeichen. Um es noch schlimmer zu machen. Das Ganze. Nein, 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 nein. Okay, warte. So, einmal Healing. So. Und jetzt schwimmen wir dem Wasserfall hinauf. So. Dann holen wir uns den vierten Jinjo. Und jetzt müssen wir irgendwie noch da hochkommen, damit wir uns den Mumbo holen können. Hey. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das hier anstellen. Wenn ich jetzt hier rausgehe, ne? Okay, hab's geschafft. Sehr schön. Ikambokan. So, okay. Ja, jetzt müssen wir da hochkommen quasi wieder. Zack. Und dann einmal noch darüber. Und dann schauen wir mal, was jetzt... Natürlich. Passiert hier irgendwas ganz Komisches wieder.
Ey, das Spiel. Das macht mich grauenhaft fertig. Das sind jetzt nur 4 Noten, oder? Kann das sein? Warum sind hier nur 4 Noten? Der Tempel ist super kompliziert, ey. Wahnsinn. Nicht, dass er nicht Spaß macht, ne? Nicht falsch verstehen, aber... Oh. Ich habe den Mumbo-Schrein gefunden. Und 1000 Geister. Und die Brühe sieht nicht so gesund aus. Und hier sind auch wieder so... Ich weiß nicht, was ich von diesem Raum halten soll. Ich mach mal kurz ein Safe-State, Leute. Ich bin heute ein bisschen schissermäßig unterwegs, aber ich würde da auch gerne mal reinjumpen, ehrlich gesagt. Hey, warte mal, wo waren das jetzt? Hä? Achso, okay. Danke für nix. So, tschüss. Boah, das wird doch auch wieder so ein ewiges Hin und Her. Oh Gott. War das einfach nur giftiges Wasser, oder wie? Oder dasselbe Wasser wie immer. Beziehungsweise. Boah, da muss ich auf jeden Fall genau von der Kante abspringen, glaube ich. Okay, was passiert, wenn ich hier tauche? Wo komme ich da hin? Das ist eine Feder? Ich kann irgendwo weiter hinten wieder auftauchen, okay. Mache ich aber mal noch nicht, ich will erst die ganzen Puzzle-Musiknoten einsammeln. Wollen wir das machen? So, und zwar übelst vom Rand, bitte. Boah, kriegt man aber auch. Da musst du wirklich perfekt, glaube ich, abjumpen. Selbst wenn ich es perfekt mache, ist es schon beschissen. Boah, wie soll ich denn an dem Mumbo kommen? Sagt mir das mal bitte. So, warte. Boah, das war knapp. Das war knapp. Okay. Warte mal, wo sind noch Musiknoten? Noten. Da haben wir noch eine, okay. Danach ist nur noch der Mumbo übrig. Den ich aber so nicht bekomme. Ganz ehrlich, dieser... Das macht mich alles fertig hier, ne? Ach, so ganz knapp. Okay, vielleicht könnte ich aber auch... Warte mal. Vielleicht von hier oben? Ne, von hier oben wird es ja auch nichts. Das ist einfach extra wieder so gemacht, 100 Pro. Dass das so richtig knapp ist. Dass du 1000 Versuche brauchst, bis du mal an den Schädel kommst. Aber die Note brauche ich auf jeden Fall. Hat ein bisschen was mit Timing zu tun und ein bisschen Glück. So. Du darfst halt nicht zu früh damit anfangen. Oh, das war eigentlich ganz gut. Jetzt hat nur die Position nicht gestimmt. Das war... Hä? Ich hatte ihn. Ich hatte ihn doch, oder? Okay, das war richtig schlecht. Es kommt mir so vor, als ob die eine Sprungplatte mehr Power hat. Kann das sein? Ist die größer oder so? Ist hier noch was? Ich höre halt Geister. Das macht mich mürrisch. Okay, ich glaube, wir lassen das, Leute. Ich krieg ihn nämlich nicht hin. Okay. Ich habe ihn geschafft. Wollte ich nur mal sagen. Hoho. Okay. Dann ab nach unten. Bin mal gespannt, wo es jetzt hier hingeht. So, eine goldene Feder. Nehmen wir uns mit. Wo kommen wir als nächstes hin? Das ist ein Megageist. Oder ist es dasselbe? Nee, ist ein anderer.
Ein anderer Megageist. So, ein paar Federn. So, was machst du da? Er sitzt hier an einem fetten Schreibtisch. Ich würde jetzt einfach mal den Schreibtisch erklimmen, ne? Da ist wieder so eine Hieroglyphe. So. Sehr schön, Leben nehmen wir mit. Okay. Oh! Hä, wie cool! Nicht zu ungut? Oh, das geht gar nicht. Kann ich mit dem reden? Nö, kann ich nicht. Ah! Also die einzelnen Karten, die stehen auch... Oder? Boah, ich weiß nicht. Das ist auf jeden Fall alles Zelda. Ist das Darunia hier? Darunia ist ein König. Er hier ist ein König. Zelda ist eine Queen. Saria ist ein Bub. Ist das Impa? I'm not sure. Horror Kid. Rocket ist eine Bombe? Ist Rocket ein Joker? Ein Joker, ja. Queen, Joker, Bube. König. Und der Bub. Ja, dann haben wir hier wieder einen Text. Danke für nix. Was soll mir das sagen? Bin so aufgeschmissen hier in dem Game. Ich bin einfach nur aufgeschmissen. 1000 Rätsel. Ja, toll. Aber da ist bestimmt auch nur so eine... Oder? Ist auch nur eine Sprungplatte drunter, ja. Ja, Leute, keine Ahnung. Wir haben es erstmal abgefilmt. Ob das jetzt einen tieferen Sinn hat, weiß ich noch nicht. Ich bin frustriert, ganz ehrlich. Ich weiß nicht, was ich mit den ganzen Dingen und Informationen hier anfangen soll. Also ja, ich müsste einfach mal die Hieroglyphen übersetzen. Vielleicht würde da irgendwo dann Sinn bei rumkommen. Möglich. Besiegen kann ich den ja scheinbar auch nicht, den Typen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt nochmal zurück in den Hauptraum. Wir können einmal noch das versuchen mit dem Schachbrett. Und was, wenn man sich die Location angucken, wo man was gefunden hat. Oder die Pieces gefunden hat, die Stücke. Ich denke mal, die Puzzleteile sind gemeint. Ich weiß noch nicht mehr, wo ich jetzt die Puzzleteile gefunden habe. Bei einem Endgegner. Einmal. Irgendwo weiter oben habe ich eins gefunden. Ich muss mir das Schachbrett, glaube ich, immer angucken. Ja, und schwimmen kann ich hier ja auch nicht einfach. Aber da ist ja auch wieder ein Hinweis, ne? Theoretisch muss ich einfach nur die Hinweise wahrscheinlich übersetzen und dann weiß ich, wo ich was machen muss. Aber, Alter, warum muss man denn so viel übersetzen? Ja, genau, geh wieder rein. Ach Leute, das Spiel, ey. Alter Falter. Okay. Wo war denn das Schachbrett? Ach nein, jetzt bin ich ja runtergefallen. Mann, mach das Ding doch wieder zu. Das braucht doch keiner. Okay,
Nein, ich wollte auch zum Exit. Ist hier ein Exit? Nee, ne? Ich bin jetzt am Exit vorbei. Ach, ich bin so dumm. Das kotzt mich alles wieder an. Hier ist alles so buggy. Hey, jetzt übertreibt man nicht hier. Mann, geh weg! Nein! Tschüss! Mann, ey! Es nervt mich hier alles. Okay, wo war das Schachbrett? Wo war das Schachbrett? Wo war das Schachbrett? Das war hier, ne? Wir machen mal ein paar Sekündchen noch Überlänge. Ich will noch mal ganz kurz reingucken. In das Schachbrett. Das war, glaube ich, hier, oder? Bin mir gerade nicht ganz sicher. Ja doch. Hier war das Schachbrett, genau. So. Ja, die Toilette gibt mir den Hinweis. Aber was soll mir das denn sagen, die Location? Ich verstehe es nicht. Warum C? Warum? Ja, dann war es das halt wieder, ne? Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen hier Schluss an der Stelle. Ich muss mir irgendwas raussuchen, irgendwas zum Übersetzen, irgendwie sowas. Irgendwie müssen wir weiterkommen im nächsten Part. Ansonsten haben wir ja noch die eine Stelle im Brunnen. Die können wir nochmal auskundschaften, ne? Da geht's ja noch irgendwo hin. Und dann hört's halt auf bei mir, ja. Gut, gerne liken, kommentieren, beim nächsten Mal wieder einschalten zu Jig is of Time. Tschüssi, Leute.